Die Tagesschicht übernimmt heute Simone Hanel. Sie arbeitet seit 34 Jahren in der Klinik. Ich habe das Klinikum noch nie verlassen, außer in Elternzeit mal gewesen und so. Aber ansonsten bin ich schon immer hier in der Klinik tätig. Das ist einfach die Freude dran. Man erlebt die Frau, die Wehen hat, die auch mal Schmerzen hat. Und wenn das Kind geboren ist, ist es im Prinzip Freude pur. Simones erste Patientin ist heute Agnes Lindhorst. Die 22-Jährige erwartet ihr zweites Kind und ist bereits 5 Tage über dem errechneten Geburtstermin. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Na, Frau Lindhorst? Ja, mein Frauenarzt hatte ja gestern hier nochmal angerufen und mich hierher geschickt für eine Kontrolle nochmal. Mhm. Mhm. Ja. Und wir vielleicht dann weitermachen wollen. So. Ja. Aber wen haben Sie jetzt noch nicht? Naja, ich hatte schon die Nacht ein bisschen zu tun mit Schmerzen. Ja. Aber ein bisschen für mich untypisch. So, also nicht so wenig wie in den Abständen, sag ich jetzt mal regelmäßig. Ja, ja. Na, wollen wir mal gucken. Dann schauen wir jetzt ein bisschen CTG und dann noch wieder weitere Entscheidungen. Mhm, genau. In Ordnung. Der werdende Papa Jerome muss heute arbeiten. Deshalb begleiten Agnes Tochter Charlotte, Schwester Lisa und Mutter Margitta die werdende Mama. Familie Lindhorst ist hier nicht unbekannt. Ich möchte unbedingt in diesem Klinikum hier anbinden, weil wir ja selber hier alle geboren sind. Und wir fühlen uns ja auch wohl, weil sie alle sehr herzlich und nett hier sind zu uns. Gut, dann schreiben wir jetzt CTG. Kindsbewegung, ist alles noch in Ordnung? Also ja, sie bewegt sich nur weniger als sonst. Also ja. Ziemlich wenig. Aber ja. Bewegen tut sie doch noch. Ja, in Ordnung. Mhm. Agnes hat ihre Tochter vor 5 Jahren per Kaiserschnitt entbunden, da sie falsch herum lag. Deshalb hat sie für die anstehende Geburt nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass er eine spontane Geburt wird. Ja, weil mit dem Kaiserschnitt bei meiner ersten Tochter, das war nicht so schön, als der Kaiserschnitt vorbei war und die Narkose auch nachgelassen hat. Da wusste ich erst wirklich, was der Kaiserschnitt bedeutet hat für mich, also diese Schmerzen und alles. Ich meine, es ist ja auch von Frau zu Frau verschieden, wie die das empfinden. Aber ich habe damit sehr zu tun gehabt und ich würde freiwillig keinen mehr machen. Ihre erste Tochter Charlotte bringt Agnes mit in die neue Beziehung. Mit Baby Nummer 2 wird ihr Freund Jerome selbst zum ersten Mal Vater. Im Moment arbeitet er, doch bei der Geburt will er dabei sein. Beim ersten Kind hatten Sie ja gar keine Wehen, ne? So dass Sie das gar nicht so wirklich wissen, wie das ist. Genau. Aber mit Regelschmerz, also das Empfinden, so fängt das eigentlich an, ne? Dass man so merkt, man hat ein bisschen Regelschmerz, manchmal geht man noch häufiger auf Toilette, ja? Wir lassen das jetzt so 20 Minuten schreiben, Frau Lindhorst, und danach gucken wir noch mal im Ganzen und vielleicht auch noch eine Untersuchung. Und dann entscheiden wir weiter, wie wir so weiter verfahren. Okay. Ja? Ich bin schon ein bisschen erschöpft heute, weil ich ja nur noch schon 5 Tage drüber bin, die Nacht auch schon Schmerzen hatte und jetzt nur noch am Warten bin und sozusagen ich weiß, wie es weitergeht. Bin mal gespannt. Nee, ich mal untersucht, ob sich da unten schon was getan hat, wegen Muttermund oder so. Ne, Schei? Was sagst du? Heute? Morgen? Übermorgen? 10. Wunsch. Ich dachte, wenn man so schön unverhofft kommt, oft. Das hofft auch Agnes Mutter Margitta. Ihre Nerven sind angespannt, obwohl es bereits das 15. Baby aus der Familie Lindhorst sein wird. Ich habe selber 7 Kinder hier entbunden und habe bei den anderen Entbindungen auch die meisten Entbindungen mitgemacht. Also ich bin dermaßen aufgeregt. Und ich wünsche meine Tochter eine ganz, ganz tolle Entbindung und dass das schnell geht und dass sie und dass ihr gesundes Kind nachher ganz schnell eine Arme hat und dass alles gut geht. 20 Minuten später. Das CTG ist fertig. Hebamme Simone kommt zur Kontrolle. Jetzt wollen wir mal gucken. CTG ist fertig. Ja, wirklich, sehr schön. Herzhöhne sind in Ordnung. Wehen, also ein bisschen ziehen, vielleicht alle 12 Minuten hier so mal drauf. Ja, kann von der Kindsbewegung so ein bisschen ausgelöst werden. Mal gucken. Die Ärzte und Hebammen wollen die Geburt möglichst nicht einleiten. Das ist schon schwierig beim Zustand nach dem Kaiserschnitt, ist man da sehr vorsichtig mit der Einleitung. Man wartet einfach die normale Wehentätigkeit ab. Denn alles, was man künstlich dem Körper zuführt, verbirgt noch ein größeres Risiko. Oberarzt Radoslav Gratschik hofft deshalb, dass die Geburt in den nächsten Tagen von allein losgeht. Frau Lindhorst, kommen Sie bitte, wir untersuchen Sie. Wehen, die eingeleitet werden, sind oft stärker als natürliche Wehen. Dadurch steigt das Risiko, dass das dünne Gewebe der alten Kaiserschnittnarbe unter dem Druck reißt. Schauen wir, wie der Muttermund vielleicht ist schon offen, vielleicht hat sich der Befund schon geändert.
5,5 cm und ist leider noch geschlossen. Ne? Kopf ist noch abschiebbar. Okay? Das Beste wäre, dass die Wehen sich von alleine entwickeln. Deswegen schlage ich vor, dass wir mindestens noch 2-3 Tage warten. Okay. Sind Sie einverstanden? Ja, okay. Gut. Agnes kann die Geburt kaum noch erwarten, möchte aber auch möglichst auf die Einleitung verzichten. Deshalb werden sie und ihre Familie sich weiter gedulden. So, dann haben wir jetzt alles geklärt. Wir sehen uns jeden Tag zum CTG. Ne? Mhm. Und am Freitag würden wir versuchen, doch ein bisschen mit so einem Wehentopf die Wehen ein bisschen anzuregen. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen, sagen wir mal, also ich lasse jetzt einfach laufen und warte ab. Mehr kann ich ja auch nicht tun. Und tatsächlich, noch muss sich die werdende Mutter gedulden. Dann ist es endlich soweit. 2 Tage später wird Agnes morgens ins Krankenhaus eingeliefert. Der werdende Papa Jerome muss die 5-jährige Charlotte währenddessen zur Oma bringen. Also ich bin jetzt wach geworden und habe dann halt in regelmäßigen, also ich wohne immer kurz, solche Schmerzen gehabt, dass ich mich dann schon hinstellen musste und halt nichts mehr machen konnte dann. Ob das der Beginn der Geburt ist, wird Agnes gleich erfahren. Fruchtblase ist ja, noch nicht. Alles. Da läuft noch kein Fruchtwasser ab oder so, ne? Und irgendwie Blutung oder irgendwas anderes? Nein. Übelkeit, Erbrechen? Doch, Übelkeit habe ich, aber erbrochen habe ich noch nicht. Ja, okay. Ich gehe jetzt mit Frau Lindhaus in den Kreißsaal zur weiteren Überwachung. Eine Kontrolle ist jetzt ganz wichtig, da sie erwähnt hat. Die Versorgung des Kindes muss schon doch noch überprüfen und auch ein Überfund. Der Muttermund muss kontrolliert werden. Die Wehen treten immer regelmäßiger auf. Agnes hofft, dass es ihr Freund Jerome rechtzeitig zur Geburt schafft. Er bringt gerade Tochter Charlotte zur Oma und will dann mit Agnes Schwester Lisa ins Krankenhaus kommen. Immer schön so weiteratmen. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, dass sie hier richtig schön atmen, damit das Kind schön versorgt ist. So, wenn die Wehe weg ist, wieder ganz ruhig atmen, schön liegen bleiben, Augen zumachen, versuchen so ein bisschen zu entspannen. Komm, eine Wehe, pass auf, dann reibe ich hier mal so ein bisschen schön Nase ein. So, schön atmen. Jetzt ist die Blase gesprungen, stimmt's? Na, das haben wir ja richtig gehört jetzt. Ja, schön. Die Fruchtblase ist gesprungen ganz alleine durch die Wehentätigkeit. Das Köpfchen halt drückt er jetzt runter während der Wehe. Und das Fruchtwasser ist ganz klar. Da sind noch also Flocken drin von der Käseschmiere. Trotzdem, dass sie über einen Termin ist eine ganze Woche, ist alles noch in Ordnung. Nur kann es sein, dass die Wehen doch etwas zügiger noch wiederkommen. Also die Abstände könnten jetzt kürzer werden. Aber das ist völlig normal und das wollen wir ja auch. Das soll ja so schnell wie möglich weitergehen. Ja? Der Kopf des Babys drückt jetzt immer mehr auf den Muttermund. Dadurch werden die Schmerzen stärker. Doch das nimmt Agnes gern in Kauf. Dass es von alleine kommt, das ist für mich sehr schön. Dass nicht nachgeholfen werden musste erst. 1,5 Stunden später. Endlich treffen auch Agnes Schwester Lisa und ihr Freund Jerome ein. Die werdende Mama wartet schon sehnsüchtig. Die Schwester ist ja schon hier. Hier liegt sie jetzt ganz entspannt. Ne? Ich habe ihr ein bisschen Schmerzmittel gegeben. Ne? Ja. Da sind sie jetzt alle da. Jerome hat Agnes vor einem Jahr kennengelernt. Nur kurze Zeit später wurde Agnes schwanger. Auf die Geburt seiner Tochter freut sich der 27-Jährige sehr. Das ist schon emotional, sagen wir mal so. Ne? Also das ist schon nicht alltäglich, sagen wir mal so. Das ist schon was Schönes. Ich wünsche mir nur, dass sie gesund zur Welt kommt. Ja, kommt sie doch. Ja. Du sind alle da. Du kannst noch schneller gehen, Agnes. Ne? Das ist schon so, wenn da ein Partner bei ist oder die Schwester, so eine Bezugsperson direkt dabei ist, ist das schon für die Mutter zum Vorteil. Und der Geburtsverlauf ist entspannt. Also die Frau ist entspannter, wenn sie weiß, da ist ein Angehöriger. Seit knapp 2 Stunden liegt Agnes jetzt im Kreißsaal in den Wehen. Hebamme Simone untersucht, wie weit sich der Muttermund geöffnet hat. Agnes, versuchen Sie mal, den Po fallen zu lassen. Genau, da müssen Sie ganz locker und entspannt bleiben. Das ist ja der Weg, den das Baby hier nehmen muss. Der Muttermund ist jetzt zu 5-6 cm auf. Ja, wunderbar. Und das Köpfchen, das rutscht schön tiefer. Das ist wirklich jetzt so schön Beckenmitte, Agnes. Wunderbar. Ist auch alles ganz weich,
toll. Ja? Das letzte Mal haben Sie ja vor einer Stunde untersucht, ne? Vor einer Stunde habe ich untersucht. Da das ist sogar ein richtig guter. Das ist super, super Geburtsfortschritt, ja. Schön Luft holen, ja, super. Bei der Geburt von Lisas drittem Kind war Agnes dabei. Dieses Mal will die 28-Jährige ihre 5 Jahre jüngere Schwester unterstützen. Ich habe wie auf Kohlen zu Hause gesessen. Also, jetzt bin ich doch schon ein bisschen beruhigter, dass ich hier sein kann und ein bisschen beistehen kann. Ne? Ich würde jetzt sagen, Sie könnten sich hier noch mal so ein bisschen ans Bett hinstellen. Wir probieren einfach mal so ein bisschen die aufrechte Position. Mhm. Das Köpfchen ist schön ins Becken Mitte gerutscht. So langsam empfindet auch Agnes so etwas Druck nach unten. Das müssen wir jetzt mit dem Atmen alles so ein bisschen hinkriegen. Und verschiedene Positionen werden wir jetzt ausprobieren, dass der Geburtsfortschritt doch schneller vonstatten geht. Das Köpfchen rutscht auch alles mit tiefer, ne? Der Muttermund geht schön auf, das Köpfchen rutscht runter, also dem Baby geht's gut, ihm geht's gut. Bisschen, vielleicht ein bisschen tänzeln, ein bisschen Becken kreisen, das ist mal ganz schön, ja, super. Wie lange muss Agnes noch durchhalten, bis der 15. Lindhorst-Sprössling zur Welt kommt? Noch ein bisschen, doch ein bisschen weiter drücken, ausatmen, noch mal drücken, perfekt. Ausatmen, geht noch mal und noch mal. Schieben Sie hier raus, hier nach unten schieben, schieben. Wunderbar, super. Hallo, guten Morgen, Ruschik. Dunkle Haare sehe ich. Super, und wieder Luft holen, alles klar. Mittlerweile haben die Presswehen eingesetzt. Hebamme Simone hat den diensthabenden Facharzt Dr. Wojciech Rożek hinzugerufen. So ist es hier im ärztlich geleiteten Kreißsaal üblich. Wunderbar, ausatmen, neue Luft holen und gleich nochmal, Agnes, nochmal drücken. So, ein bisschen pusten, 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 pusten. Schön pusten, wunderbar machst du das, prima, prima. Noch ein bisschen pusten, pusten. Die Geburt ist in der Austreibungsphase besonders anstrengend für Mutter und Kind. Für eine optimale Versorgung bekommt Agnes zusätzlich Sauerstoff. Köpfchen ist schon da, Köpfchen ist schon da. Ein bisschen die Beine mal ein bisschen hochnehmen. So, und nochmal. Luft und um den Rest noch. Nochmal. Okay, okay. Prima. Und ein bisschen pusten. Pusten, 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 pusten. Schön pusten. Pusten noch. Hecheln, hecheln. Die Schulter ist auch schon da. Wunderbar. Und da ist bei Papa Jerome fließen die Tränen, natürlich vor Freude. Und auch Mama Agnes ist erleichtert. Und du begrüßt uns alle hier so schön. Ein großes Mädchen, wirklich ein schönes, kräftiges Mädchen ist da. Agnes' großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Sie konnte ihre Tochter spontan entbinden. Die Nabelschnur darf natürlich der frisch gebackene Papa durchtrennen. So, Papa Jerome, wollen Sie die Schere nehmen? Ja, ne? Hier hinter der Plastikklemme einfach ein bisschen abschneiden. Ja, genau. Perfekt. Ich bin froh, dass es geschafft ist und bin sehr stolz auf sie. Sie ist wunderschön und ich fühle mich jetzt einfach nur noch überwältigt und glücklich.